So, gut, dass du Bescheid weißt. Ja. Beziehungsweise, das. Merura! Das war, auch wie sie singen. Voll cool. Diesen Mythos, der wird ja bis heute eben geglaubt. Und nur sehr wenige versuchen oder haben da weiter geforscht und das halt. Wisst ihr, was krass ist? Die Geschichte vom persischen. Vom persischen Feldzug wurde 300 Jahre nach dem Feldzug, nach der Schlacht an den. Alter, was. Ein Wal? Geil. Eben bei der Schlacht mit den Spartanern gegen Persien. Und der Schriftsteller, wie gesagt, ich weiß nicht mal seinen Namen, der wusste jeden einzelnen Namen von den 300 Spartanern, aber von den 7000 anderen Griechen, die dabei waren, wusste er nicht. Und das war halt diese Propaganda, die die Spartaner gemacht haben. So, von wegen, sie haben ihren König da bei der Schlacht verloren. Warte, ich kann doch rammen, ne? Genau, und und nochmal rammen! Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Das finde ich zum Beispiel echt lustig, dass. Das habe ich ja auch gelesen, dass man halt die Crew rekrutiert, indem man sie K.O. schlägt und sie dann anheuert. Das ist ein bisschen komisch. Naja. Ah, das. Okay. Das ist altgriechisch. Klingt aber für gut. Da verliert man Leute. Ja, aber die haben Schilder und sind deswegen unverwundbar. Wie cool. Oh. Auch cool. Das heißt, bring mir das Tanzen bei. Live-Übersetzung ist mega cool, ja. Ich glaube, ich spiele das, ich spiele Assassin's Creed auch nicht als Let's Play, sondern auch beim Stream immer, wenn Dini dabei ist. Das ist die Insel. Du musst vorsichtig sein. Ja, ich komm klar. Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Er findet mein Ziel. Ach so.
Warte. Achso, E, anlegen. Ruder bereit machen zum Anlegen. Wie praktisch. So. Das ist mein Ziel. Details. Die haben alle so schnuckelige Frisuren. Das ist echt lustig. Aber ganz ehrlich, so eine private kleine Insel zu haben, ist schon echt cool. Entschuldigung, ich wollte dich nicht hauen. Tut mir leid. Entschuldigung, ich schlinge mich mal durch und... Ach, da oben ist er gleich. Ist ja praktisch. Okay, Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in dieser Spielwelt als Bootsleute anheuern. Niederschlagen und die Fähigkeit. Okay. Ja. Akzeptiere mein Angebot und arbeite für mich. Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. Gut. Also, Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute auf dein Schiff anheuern und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald sie zugewiesen wurden, schließen sie sich den Bootsleuten an. So Waffen rufen, damit sie für dich kämpfen. Ja, das werde ich nie machen. So, entlassen, anheuern, genau. 105 kostet der. Junge. Yo, 130 Holz auch, 105. Wie soll ich das denn? Nice. Wir machen das da. Das sieht gefährlicher aus. So, die bekommen Rüstung. Ich habe mir nichts. So. Okay, 45. 50! Lol. Okay, Inventar. Was haben wir da Neues bekommen? Speer. Achso, den da. Schwere Keule, selten. Die zerlegen wir. Ich werde doch nicht mit Keulen arbeiten. Ja, Dolch ist schon irgendwie cool, mit Dolchen zu kämpfen. Ja, ich nehme mal jetzt den Dolch. Also, Vorteil bei den Speer war wirklich das mit der Reichweite. War schon cool. Plus 4, aber weniger Boni. So. Und jetzt würde ich eine ganz, ganz klitzekleine... Ja, nee, ich mach das noch fertig hier und dann muss ich ja schon wieder pinkeln. Oh, nicht rausgehen. Die stehen zu nah zusammen. Warte, sind es nur die drei? Wenn es nur die drei sind, dann kann ich es ja offiziell auch machen. Ich glaube, das sind nur die drei. Gut, dann... Kotzt ja auch gerade. Tja, wo kam das her? Der Schuss kam von hier. Nein, kann man nicht.
Hab hier was gesehen. Gut, dann mache ich es doch nicht offiziell, sondern mach's auch so steady. Wie lustig ist das denn? Gut. Easy. So, K.O. hauen ist schon. Ist man ja der Sklave. Naja, Sklave ist man ja nicht, ne? Man wird ja bezahlt. Was auch interessant ist, apropos Sklave, die Ruderer, das war auch ein Beruf. Das waren, also viele der Sklaven wurden als Ruderer gekauft und also trainiert, das stimmt. Aber das war eine jahrelange Ausbildung und man hat dann am Schluss dafür Geld bekommen. Es war halt eine richtig, richtig, richtig scheiß Arbeit. Also vor allen Dingen, wenn das Boot getroffen wurde, warst du der Erste, der dran glauben musste, ne? Aber trotzdem, das. Die haben eine Puppe hier. Okay. So, dann gehe ich mal wieder hier hin. Und mach mal wieder eine kurze Pause. Winkelpause. Ihr könnt auch kurz pausieren. Ich mache kurz mal hier den da und ich bin gleich wieder da. Bis dann. Weiter geht's. Ah, so. Da ist er. Gut, den können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein. Aber wir sind keine schönen Wettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere darin alles, was irgendwie interessant sein könnte für tollkühne Seefahrer. Ist dir nicht gut? Muss es? Muss. Hat er gerade einen Brechreiz unterdrückt, während er mit mir geredet hat? Komischer Typ. So, gut. Eine Reise in Richtung Krieg. Inventar, wir haben ein Messer bekommen, ein Schwert. Schaden gegen Athena. Kriegerschaden. Ist da schon besser. Na gut, dann nehmen wir doch das grobe Schwert und zerlegen das. So, wir haben einen Bogen bekommen. Oh, einen coolen Bogen. Das ist schön. Drunk as fuck. Das stimmt. So. Lagern ab. Oh, interessant. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt die vergessene Geschichte. Ja, ist alles noch zu hoch. Ist noch zu hoch für mich. Ja, ich flutsch mal hier so durch. Ihr rammt euch ja gegenseitig schon. Natürlich. Ein Jagdpunkt. Oh, geil. Nice. Der sieht schön aus. Schick sieht er aus. Das einzige, was ich an diesem Spiel nicht mag, ist das Upgraden von Sachen wie Schwertern etc. Was meinst du damit? Also man kann ja die Sachen upgraden, also besser machen, weißt du das? Krieg kann das Gesicht der griechischen Welt verändern. Sind es nicht Spartaner oder Athener, dann Banditen oder Piraten. Mögen die Götter uns schicken.
tun. Begib dich nach Megaris. Megaris. Die Athener haben den Zugang zur Bucht blockiert. Heute sind die Götter mit uns, Cassandra. Sie ist ruhig und der Wind ist warm. Wunderschön. Oh ja, meine Lieben, das ist es. Na dann. Macht schneller! Legt euch ins Boot! Oh. Wir haben One-Shot, nice. Kann ich die einfach plündern? Kann ich? Okay, wir haben sie. Wir haben sie einfach vernichtet. Können wir die entern während so einer Seeschlacht? Okay, ich enter mal. Was macht der andere? Okay, der macht nichts, das ist gut. Warte, ich komme mal rüber zu euch, das ist ja lächerlich hier. Geh mal runter hier. Ja. Was macht der gerade? Der ist wahrscheinlich gerade gestorben. Da. Oh, wir sinken. Oder? Nee. Aber lieb von denen, dass sie auf uns gewartet haben. Dann kommen wir mal zu euch. Wir entern die Landrappen. Ja, wohin habe ich denn da geschossen? Ich habe in sein Schild geschossen. Nein. Soll ich suchen? So. Okay. Wir sind los. Sobald ich gehört habe, spielen sich in Megaris die erbittersten Kämpfe. Die Spartaner bereiten einen vernichtenden Schlag vor. Hmm.
Das ist jetzt die Überlegung, auf welche Seite wir uns schlagen, ja? Also erstmal natürlich wahrscheinlich Sparta. Aber ich will nicht, dass Sparta gewinnt. Ich bin auf Seiten Athen sogar. Heißt, warte mal. Es wird super teuer, wenn man ein Set, was man mag, und Low Level ist, behalten will. Okay. Ups. Jawohl! Macht keine Gefangenen! Alter, der hätte den bald aufgespießt. Seht, wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Wie ich da einfach rumspazieren darf. Du hast die Blockade der Athener durchbrochen? Sie waren mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremde. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Dann bist du mein Bruder. Nikolaus' Kinder sind tot. Ich mach's mal nicht so offensichtlich. Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren in Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie ihn enttäuscht hatte. Ich würde ihn niemals so entehren. Mhm. Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du dabei gewesen. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt eine Söldnerin in einen Krieg, für den sie nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Vorsicht, sonst niese ich und du explodierst. Ich kam zufällig vorbei. Ich will den Wolf treffen. Ich will meine Dienste anbieten. Ja, nimm Athen. Ganz ehrlich, ich bin für keiner von beiden Seiten. Ich muss erst weiter schauen, bis und ob ich mich auf eine Seite schlage. Wobei, wer hat den Krieg erklärt? Also historisch gesehen hat Sparta den Krieg erklärt. Beziehungsweise sie haben zuerst angegriffen. Aber so Scharmützel gab es davor schon, bevor wirklich der komplette Krieg erklärt wurde. Ich bin für keine von beiden Seiten. Also an sich ja. Also Krieg ist halt immer dumm. Also egal auf welcher Seite, sage ich mal so. Aber ich bin eher auf der Seite von Athen, weil ich diese Politik von den Spartanern nicht mag. Also dass die Spartaner die ganze Zeit Freizeit haben und die ganze Wirtschaft wird von Sklaven gemacht. Das ist so. Okay. Gut, ich will den Wolf treffen. Ich bin hier, um den Wolf von Sparta zu treffen. Du kannst Nikolaus nicht einfach treffen.
Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaus. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Ja. Ich bin auf der Seite von Alexander den Großen, ja. Der war schon auch ein richtig krasser Typ. Ja, dann nimm Athen, weil dann hat Sparta den hellenischen Bund gebrochen. Ja, was lustig ist, Sparta wurde sogar von den Persern bezahlt, ne? Wusstest du das? Aber ja, der hellenische Bund war nie wirklich safe, also oder stabil, sagen wir es so. Was kannst du mir über deinen Vater sagen? Dein Vater? Wer genau ist er? Nikolaus, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch sicher von ihm gehört. Bisher nur Gerüchte. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt folgen. Sehr schön. Wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athena-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Ja. Sarah hat ganz recht. wofür brauchst du mich? Warum brauchst du dafür eine Söldnerin? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Meine Hilfe hat ihren Preis. Ich bin bereit zu dienen. Nee. Du musst mich bezahlen. Ich helfe bei der Vertreibung der Athener aus Megaris, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Die Athener haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Okay. Dann, wo ist er? Wo ist der Anführer der Athener? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert. Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athener brauchen könnten. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nisseia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Diese Truhen, die ich für dich stehlen soll, warum sind sie so wichtig? Eine Armee besteht aus Männern, die besoldet werden wollen. Nimm ihnen ihre Drachmen und sie kämpfen nicht länger für den Ehrgeiz anderer. Die Athener bewachen ihre Schätze in einem Fort am Fuße der Geranea-Bergkette. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athener-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher.
Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Was für ein Arsch. Gut, Staaten erobern. Genau, um deinen Vater Nikolaos zu treffen, musst du Stentor dabei helfen, Megaris zu erobern. Schwäche, dazu Megaris Stadtstärke. Weit genug, um die Eroberungsschlacht auszulösen. Okay. Okay, sich um Kopfgelder kümmern. Ein Stifter hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Vermutlich hast du Zivilisten oder Soldaten getötet, gestohlen oder Schiffe versenkt. Ja, aber ich habe doch keine Leben gelassen. Woher wissen sie dann, dass ich es war? Naja, egal. So kannst du dein Kopfgeld loswerden. Benutze die Aktion Alle Kopfgelder bezahlen auf der Karte. Wo ist das? Ah, egal. Schau ich später. Bezahle alle Stifter auf der Karte, töte die Stifter oder tauche unter, bis die Frist abgelaufen ist. Okay. Ah, alle Kopfgelder bezahlen. 110 kostet es. Ja, momentan habe ich ja noch keinen weiteren Typen auf mich gehetzt. So, der Anführer der Athener, da brauche ich Level 10 für. Habe ich ja bald. Also Level 8 geht ja auch. Verbrenne und zerfallen. Eine Armee für sich. Töte Athener Soldaten. Gay. Nicht, also das klang gerade wie gay, aber okay, wollte ich sagen. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athener zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden.